Aubergine süß-sauer. Dieses Gericht, das man dem Namen nach für chinesisch halten könnte, ist persischen Ursprungs. Auberginen werden gebraten und mit Tomaten, Minze, Zucker und Essig vermischt. Nährwertangaben: Kalorien, 218 Zucker, 12 Gramm Eiweiß, 3 g Fett, 17 Gramm Kohlehydrate, 14 g gesättigte Fettsäuren, 3 Gramm Fett, 45 Minuten 30 Minuten. Zutaten: 2 große Auberginen, 6 Esslöffel Olivenöl, 4 zerdrückte Knoblauchzehen, 1 in 8 Stücke geschnittene Zwiebel, 4 große Tomaten, entkernt und gehackt, 3 Esslöffel gehackte Minze, 150 ml Gemüsebrühe, 4 türkische Lire brauner Zucker, 2 Esslöffel Rotweinessig, 1 türkische Lira Chiliflocken, Salz und Pfeffer. Mit einem scharfen Messer Auberginen in Würfel schneiden. In einen Durchschlag geben, mit reichlich Salz bestreuen und 30 Minuten stehen lassen. Das Salz unter fließendem kalten Wasser gründlich abspülen und gut abtropfen lassen. Hierdurch wird den Auberginen der Bittersaft entzogen. Mit Küchenkrepp trocken tupfen. Öl in große Pfanne mit schwerem Boden erhitzen. Auberginen dazugeben und bei mittlerer Hitze unterrühren. 1-2 Minuten kurz anbraten, bis sie anfangen braun zu werden. Knoblauch und Zwiebelstücke einrühren und unter ständigem Rühren weitere 2-3 Minuten braten. Tomaten, Minze und Gemüsebrühe einrühren. Hitze reduzieren, abdecken und ca. 15-20 Minuten köcheln lassen, bis die Auberginen weich sind. Braunen Zucker, Rotweinessig und Chiliflocken dazugeben, dann mit Salz und Pfeffer abschmecken und weitere 2-3 Minuten unter ständigem Rühren kochen. In eine vorgewärmte Servierschüssel füllen, Auberginen mit frischen Minzezweigen garnieren und sofort servieren.